Ja, jetzt ist Februar, jetzt ist die Fasnachtzeit, die Fasnet-Zeit heißt es hier. Das ist nicht nur irgend so ein Fest, sondern da ziehen die Geister, die ziehen aus den Städten oder ziehen durch die Städte, ziehen übers Land, manchmal brausen sie sturmhaft und das wurde einst hellsichtig wahrgenommen, die Geister. Die lebten ja nicht in einer rationellen, materiellen Welt, unsere Vorfahren. Und diese Geister wurden dann nachgebildet in Masken. Und in der Stadt ziehen dann Maskenzüge durch. Sie bringen Fruchtbarkeit, sie haben etwas Wildes an sich. Sie können Krankheiten bringen, aber auch heilen. Und hier bei uns im Tal, unten in der Stadt, da stehen die Leute und sehen diese Geisterzüge. Da kommen verschiedene Gruppen, sehen dann zu und wenn die vorbei sind, dann ist ein Riesenfest. Im Rheinland wird es anders gefeiert, da ist Fasching oder Karneval. Aber es ist ein Spiegel von wirklichen Dingen, die hier geschehen. Bei uns gehen dann diese Naturgeister, die wilden Geister gehen dann hoch in die Berge. Die Sennen erleben das manchmal als Modis wilde Jagd oder Modis her. Und da sollte man eigentlich zu dieser Zeit drauf achten, denn das sind Geister und sie gehen auch durch unsere Seelen hindurch. Und hinterlassen manchmal Träume, interessante Träume oder Botschaften oder Intuition. Es ist so eine Art heilige Zeit. Es ist der Abschied der kalten Zeit. Und dann kommt eben wieder das Grün zurück in die Natur.